Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Rainer Korte und in diesem Video zeige ich euch, wie ich aktuell meine Haare pflege. Leute, wir haben ein Problem. In diesem Video sprechen wir ausschließlich und wirklich ausschließlich nur über dieses eine einzige Thema. Und zwar Haarpflege. Ja Leute, das ist wohl das aktuell meist nachgefragteste Video auf meinem Channel. Denn viele Leute wissen gerade irgendwie nicht so richtig, wie pflege ich meine Haare. Wie benutze ich das Shampoo, wie benutze ich die Spülung etc. etc. Aus diesem Grund zeige ich euch heute, wie ich meine Haare pflege, also meine Haarpflegeroutine. Und das heißt jetzt nicht, dass meine Haarpflegeroutine ja die beste Haarpflegeroutine aller Zeiten ist, ja, und dass darüber nichts geht, nein, sondern diese Routine passt für mich aktuell sehr, sehr gut und vielleicht kannst du den einen oder anderen Tipp ja auch daraus ziehen. By the way, falls du gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Instagram habe ich selbstverständlich auch. Dort kannst du mich auch gerne abchecken. Dort findest du einfach so ein bisschen privatere Fotos von mir mit meinem kleinen Hund, ja, und einige Outfit-Posts. Also falls es dich interessiert, check mich dort gerne auch ab. Kommen wir zum ersten Punkt, zum Punkt Shampoo. Ich persönlich nutze Shampoo 2 bis maximal 3-mal die Woche. Nicht mehr. Leute, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, ja. Manche Leute haben halt ein anderes Gefühl als ich, ja. Und es kommt immer darauf an, wenn du zum Beispiel deine Haare gerade gewaschen hast, ja, und die sich schön und geschmeidig anfühlen, wie schnell ändert sich das, wie schnell werden deine Haare fettig und wie schnell fühlt sich das einfach nicht mehr schön für dich an. Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich persönlich tamponiere meine Haare wirklich nur maximal 2 bis 3 Mal, also eher eigentlich 2 Mal als 3 Mal. Warum? Shampoo ist ja klar, reinigt deine Haare, aber es entfernt auch diese gesunden, natürlichen Öle aus deinen Haaren und es macht halt deine Haare auch ein wenig trocken. Und ich persönlich neige halt ein bisschen dazu zu trockenen Haaren und habe auch sehr krauses Haar. Sieht man zwar jetzt nicht beim Man Bun, aber das habe ich. Und aus dem Grund versuche ich halt weniger Shampoo zu nehmen, damit meine Haare halt nicht austrocknen. So Leute, und noch ein kurzer Hinweis, ja, für diejenigen, die es vielleicht nicht checken. Leute, wenn ich sage, ich wasche meine Haare 3 Tage lang nicht, das bedeutet nicht, dass ich mich nicht unter die Dusche stelle und meine Haare nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sondern es bedeutet einfach, dass ich 3 Tage lang kein Shampoo benutze. Also ihr könnt so oft eure Haare waschen, normal mit Wasser, ja. Das ist gar kein Problem. Das könnt ihr von mir aus auch 100 Mal am Tag machen. Das interessiert niemanden. Das interessiert eure Haare auch nicht. Das ist am Ende des Tages nur Wasser, ja. Und ihr könnt so viel Wasser auf euren Kopf schütten, wie ihr wollt, ja. Ihr werdet wahrscheinlich davon nicht großartig viel wachsen, ja. Aber es schadet euch auf jeden Fall nicht. So, und wenn ich sage, ich wasche meine Haare 3 Tage nicht, dann bedeutet das, meine Haare kommen 3 Tage nicht in Berührung mit Shampoo. Kommen wir zum Punkt Spülung und Conditioner. So Leute, wenn jetzt jemand da draußen mir die Frage stellt, Daniel, was ist der Unterschied zwischen Spülung und Conditioner? Bitte, bitte, bitte tut das nicht. Ich kläre das jetzt hier in diesem Video ein für alle Mal. Spülung ist gleich Conditioner. Ja, Conditioner ist einfach nur das englische Wort für Spülung. So. Ende aus Mickey Mouse. Das war's jetzt dazu. Und ich persönlich muss gestehen, da hat sich meine Haarpflegeroutine ganz stark geändert als vor einigen Jahren, weil ich ja etwas längere Haare mittlerweile habe. Und damals habe ich ausschließlich nur dann Spülung genommen, wenn ich davor meine Haare mit Shampoo gewaschen habe. So, das machen wahrscheinlich auch viele von euch da draußen, wenn ihr die Haare mit Shampoo wascht. Anschließend wascht ihr eure Haare dementsprechend auch mit Spülung. Das solltet ihr auf jeden Fall beibehalten. Ja? Also wenn ihr eure Haare wascht mit Shampoo, auf jeden Fall anschließend auch mit Spülung waschen. Aber mittlerweile mache ich das so, dass ich fast jeden Tag Spülung benutze. Sagen wir mal 5 bis 6 Mal die Woche. Dem Grund, weil ich habe ja eben schon gesagt, meine Haare neigen dazu, etwas trocken zu sein und eine Spülung spendet deinen Haaren ja Feuchtigkeit und entwirrt deine Haare. Ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich, wenn du mal Spülung benutzt hast, ja, danach fühlen die Haare sich einfach so geschmeidig und entspannt an, ja. Und dieses Gefühl möchte ich halt gerne haben. Gerade jetzt bei längeren Haaren ist es natürlich schön, wenn die Haare sich geschmeidig anfühlen und aus dem Grund nutze ich einfach Spülung jetzt viel, viel mehr als früher. Wenn jetzt die Frage kommt, Daniel, welches Shampoo, welche Spülung benutzt du eigentlich, ja, und was kannst du mir empfehlen? Leute, das ist natürlich auch ganz abhängig von euren Haaren, ja. Bei dem einen werden die Haare schnell fettig, bei dem anderen trocknen die Haare schnell aus. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und es kommt natürlich auch ganz auf den Haartyp an. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich aktuell die Produkte von Argan Deluxe verwende, von denen auch das heutige Video gesponsert wird. Dort gibt es viele verschiedene Haarpflegeprodukte und auch ein ganzes Haarpflegeset inklusive Shampoo, Spülung, Maske und auch Argan Öl ist mit dabei.
Zusätzlich hat Argan Deluxe auch diverse weitere Haarpflegeprodukte. Könnt ihr einfach mal abchecken auf Amazon. Gibt es da wirklich ein riesengroßes Sortiment. Und ich persönlich kann dazu sagen, dass ich aktuell einfach mit diesen Produkten sehr gut klarkomme und kann die euch auf jeden Fall besten Gewissens empfehlen. Die Links zu den Produkten findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Also, falls sich einer dafür interessiert, einfach mal abchecken. So Leute, jetzt sind wir bei der Haarmaske angekommen. Neben Shampoo, neben Conditioner verwende ich auch noch eine Haarmaske. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich denken so, was ist mit dem Typen verkehrt, ja? Der benutzt Spülung, Shampoo und jetzt noch was? Hä? Was ist denn da los? Hat er einen Schatten oder was? Nein Leute, habe ich nicht. Und eine Haarmaske kann man auch ganz easy anwenden. Wer das vielleicht nicht versteht, ich erkläre es jetzt mal ganz einfach und ganz simpel. Was macht ein Shampoo? Ein Shampoo reinigt eure Haare. Was macht eine Spülung? Eine Spülung entwirrt eure Haare. Was macht eine Haarmaske? Eine Haarmaske pflegt eure Haare. Und aus dem Grund benutze ich 1 bis 2 Mal im Monat eine Haarmaske. Und eine Haarmaske kann man ganz easy anwenden. Wenn ihr zum Beispiel aus der Dusche kommt, eure Haare gerade gewaschen habt, egal womit ihr sie jetzt gewaschen habt, ja, ob mit Shampoo, Conditioner oder nur mit Wasser, ihr nehmt dann die Haarmaske, arbeitet die Haarmaske in eure Haare ein, lasst es 20 bis 30 Minuten wirken, von mir aus auch 1,5 bis 2 Stunden, ganz egal. Und anschließend wascht ihr die Haarmaske wieder aus euren Haaren heraus. Eine Haarmaske ist auf jeden Fall zu empfehlen, vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel dazu neigt, wie ich auch, zu trockenen Haaren. So Leute, kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und für diejenigen da draußen, die mich schon länger verfolgen, die wissen, was jetzt kommt. Und für diejenigen, die es noch nicht wissen, aufgepasst. Arganöl. Ja Leute, ich schmiere mir Öl in die Haare. So, für einige vielleicht sehr unverständlich, aber ich kann euch sagen, wenn ihr das irgendwann mal ausprobiert, das ist echt sehr, sehr nice. Aktuell verwende ich das Arganöl von Argan Deluxe, aber es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Anbieter bei Amazon, bei denen ihr Arganöl so bekommen könnt. Links packe ich natürlich auch wieder in die Infobox rein, auch zu anderen Anbietern von Arganöl. Könnt ihr einfach mal auschecken. Und ich kann persönlich einfach nur dazu sagen, dass ich Arganöl echt sehr, sehr nice finde. Man nimmt einfach 2, 3 Tropfen und massiert sich das in die Haarspitzen ein und in die Haare ein, lässt es drin wirken, es riecht gut, es pflegt die Haare und ich bin wirklich ein Riesenfan davon. Also einfach mal ausprobieren und ich bin mir sicher, anschließend wirst du auch immer wieder Arganöl benutzen. So Leute, Ende im Gelände, Schicht im Schacht, aus die Maus, das war's. So pflege ich aktuell meine Haare. So, und viele von euch werden wahrscheinlich denken so, what the fuck, Alter, was macht der alles mit seinen Haaren? Leute, das ist gar nicht so viel. Ihr müsst einfach nur eine Balance finden zwischen Shampoo und Conditioner. Nehmt 1-2 Mal im Monat eine Haarmaske und immer nach Belieben ein bisschen Arganöl in die Haare. That's it. Eigentlich vollkommen easy. So Leute, ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen mit weiterhelfen konnte. Und wenn irgendwas davon für deine Haarpflege auch passt, ja, dann übernehme es einfach in deine Haarpflegeroutine. Und ich freue mich sehr, wenn ich dir da jetzt ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du mir auch gerne einen Daumen nach oben geben. Denk dran, Support ist kein Mord und jeder Daumen zählt. Leute, ich freue mich über eure Kommentare, ich freue mich über eure Daumen. Sag bis dahin, macht's gut, ciao Kakao, sayonara Tante Clara. We'll be right back.